Hallo liebe Feinschmecker, es ist wieder soweit. Heute findet unsere zweite Live-Küchenparty statt. Diesmal sind wir in Mannheim im La Cittadella Ost unterwegs. Lucio wird uns das eine oder andere Küchengeheimnis enthüllen. Es gibt feine Leckereien, gute Weine und Musik von DJ Bijan Blum. Ich freue mich drauf. Hier ist Lucio, der Gastgeber. Ich freue mich sehr, bei euch zu feiern. Lucio, was erwartet uns heute Abend? Ich hoffe, einen tollen Abend mit super Leuten, schönes Essen, gute Getränke, gute Stimmung. Und natürlich zum Höhepunkt, ohne Essen bringt ja alles nichts. Was kocht ihr heute für uns? Also wir starten mit feinen Bruschetta-Variationen. Danach gibt es einen Wildlachs-Tatar, gefolgt von Saldimbocca alla Romana, hausgemachte Salsiccia von meinem eigenen Metzger. Und die Krönung am Schluss ist ein gegrillter Pulpo. Wow, und einen süßen Abschluss? Einen süßen Abschluss gibt es auch noch, und zwar eine Panna Cotta-Variation mit verschiedenen Früchten. Heute feiern wir unsere zweite Live-Küchenparty. Christian, es war harte Arbeit. Jetzt sind wir hier. Welches Konzept steht dahinter? Ja, unsere Küchenparty ist eigentlich so eine Reise durch die Restaurants, wo wir gedreht haben. Und wir wollten einfach die Leute mitnehmen und denen mal zeigen, wie so in so Restaurants das aussieht. Ihr habt selbst gesehen, manchmal reicht die Küche nicht aus. Das heißt, wir müssen eine Station draußen machen. Das ist aber auch dann spannend. Und für uns ist es wichtig, die Leute mitzunehmen auf eine Reise und verschiedene Restaurants vorzustellen. Wir kennen den Lucio schon seit etlichen Jahren und es ist halt einfach die Adresse schlechthin. Ja, Lucio ein langjähriger Freund und natürlich die tolle Küche, der tolle Koch, alles Freunde von uns und wir kommen immer sehr gerne hierher. Ich finde es jetzt schon richtig toll, ganz viele neue Leute schon kennengelernt aus komplett anderen Branchen und es fängt schon richtig gut an hier in Mannheim bei der Küchenparty. Ich sehe hier, wir haben eine Sponsorenleinwand. Gibt es die Möglichkeit, dieses Konzept zu unterstützen oder dabei zu sein? Ja, ich freue mich immer wieder, dass immer wieder Sponsoren dabei sind. Wir haben hier hinten eine große Wand aufgebaut, da ist Grimminger dabei, da ist Scavian Ray dabei. Also wirklich hervorragende Sponsoren, die dann auch immer mal was Besonderes mitbringen, was die Gäste ausprobieren können. Ja, ich lasse mich mal überraschen, wobei so eine große Überraschung wird es nicht sein. Ich war ja schon auf der ersten Küchenparty, war exzellent, aber so wie ich Lucio kenne, wird es auch heute wieder ein Fest für die Sinne, den Gaumen und ich freue mich. Alles ist aufgegessen, die Stimmung ist immer noch bombastisch, ganz nach dem Motto, mehr Party als Küche. Ich bedanke mich bei allen, die mitgewirkt haben. Das war eure Tina Wagner, immer auf der Suche nach etwas Geschmackvollem.